Also, wir haben den Vortrag oder Gespräch bezüglich Örtlichkeit genannt. Ich hoffe, die werden im Verlauf der Präsentation raushören oder spüren oder merken, wieso. Vielleicht voraus, dass der Neubau, der ist in Zuchwil im Widi-Quartier realisiert worden, in dem Gestaltungsplan Emmenholz. Wir gehen jetzt hier kurz einen Schritt zurück in die Geschichte oder in die Entwicklung von dem Ort Zuchwil, dass wir ein bisschen besser verstehen, wo wir hin wollen. Das ist Zuchwil um ca. 1920. Ihr seht, unten nachher hat sich das Dorf entlang von der Strasse entwickelt, südlich von der Gleis. Man sieht links die Stadt Solothurn. Man sieht beim Armat sieht man dort, wo dann später die Industrie kommt. Und das kleine Haus, das Quartierhaus, das ist circa hier gelegen. Wir machen den Sprung vor, um circa 20 Jahre. Man sieht die erste Siedlung am Lerchenweg, wo das Haus auch situiert ist, im Neuquartier. Und Zuchwil entwickelt sich zusammen mit Solothurn, der Blockrand. Geht ins Industriegebiet raus von Zuchwil. Man sieht die berüchtigte Waffenfabrik in deutschem Eigentum zu dieser Zeit. Merkt man eigentlich als Wohnungen. Also, die Industrie ist gekommen und man hat im Ort wohnen. Wir machen dann nochmal einen grösseren Schritt, wiederum 20 Jahre. Wir können wieder, dass die Industrie wieder wächst und im Quartier, wo das Quartierhaus steht, das ist echt die Strasse, die zum Sportzentrum später fährt, sieht man wieder Ansiedlung von Einfamilienhaus-Typologien. In den 10 Jahren von 60 bis 70 entsteht die grosse Industrie, Gentilla und Zunzer. In diesem Zug wächst auch die Bahn, es wächst das Dorf selber. Der Zusammenschluss Solothurn zu Chwil existiert auch und man hat die ersten Blöcke und Mehrfamilienhäuser im Quartier, wo wieder die Strasse zum späteren Sportzentrum steht. Und das entwickelt sich nachher einfach dichter in den 90er Jahren. Was spannend ist zu verfolgen, mehr Wohnen gibt dann gleich auch ein gewisses Bedürfnis an einem öffentlichen Gebäude. Also es gibt Kinder und es gibt eine Schule. Das Unterfeldschule aus vom anderen Miseré, das Wahrzeichen von Solothurner Schule, das ist eigentlich ziemlich der Nachbar vom Neubau. In den 90er Jahren kann man eigentlich auch sagen, dass die Siedlungsgebiete, also langsam geht es auch in eine Agglomeration rein, oder dass die Gemeinde Solothurn und Zuchwil wachsen zusammen. Der Stand 2005, in dieser Zeit sieht man, dass eigentlich bis zum Widiwald, das Sportzentrum ist auch da, ist eigentlich ziemlich viel bebaut, rein mit Wohnnutzung. 2003 hat man auf dieser Parzelle, die hier teilweise noch frei ist, hat die katholische und reformierte Kirchengemeinde von dieser Ding und Zuchwil sich zusammen da und haben einen Wettbewerb gemacht für einen Gestaltungsplan, wo das Büro Dual Architekt gewonnen hat. Und dann hat man von dann an können, Land erwerben, um ein Einfamilienhaus zu bauen, seit 22 Einheiten
gsi. Der Vorschlag von den Architekten war eine dichte Bebauungsstruktur, die eine höhere räumliche Qualität schaffen sollte, mit viel Privatsphäre. In den Jahren 2003, 2004 sind die ersten Häuser entstanden und dann hat es eine Zeit gegeben, wo eher eine geringe Bautätigkeit war. Die hat im 2000, zwischen ca. 2008 und 2010 wieder zugenommen. Bedauerlicherweise, von unserer Seite her, waren das sehr viele auch fertige Häuser zum Pauschalpreis, wo in dieser Zeit gebaut wurden. Wir können sagen, dass die erwünschte natürliche Stimmung mit den einheimischen Hecken und Bäumen in dieser Zeit ein bisschen an Bedeutung verloren hat und das Quartier ein bisschen weiter auch gelitten hat im Sinn von Atmosphäre. Viel mehr hat man in dieser Zeit eigentlich gemerkt, dass eigentlich Gesetze vor Spekulation mit dem Bauen nach ausschließlich marktwirtschaftlichen Kriterien und spekulativer Kostennutzung-Mentalitäten im Quartier Einzug gehalten hat. Aus dem kann man schließen, dass heutzutage sehr schwierig muss sein, eine wahre städtebauliche Haltung zu entwickeln und beizuhalten. Ich werde nochmal ganz kurz auf die Entwicklung eingehen und anhand vom architektonischen Element vom Flachdach das Thema verdeutlichen. In der Moderne ist das Flachdach aus grosser Errungenschaft gefeiert worden, weil man mal die Möglichkeit von einem Dachgarten hatte. Aber die Hauptidee war eigentlich, dass man wertvolles Land wieder auf dem Dach oben ersetzt hat und den Leuten eigentlich einen herrlichen Garten zur Verfügung gestellt hat. An diesem Beispiel kann man ablesen, wie eine architektonische Vorstellung, also die Vorstellung der Moderne, meist nur oberflächlich oder äußerlich realisiert wird. Das Flachdach wird heutzutage, wie leider auch in diesem Quartier, eigentlich nur aus einer technischen Errungenschaft geplant oder umgesetzt, aber nicht wie ursprünglich gedacht, wie man es anwenden sollte. Die Gründe dafür sind nebst dem, was ich vorher gesagt habe, mit Spekulation, allenfalls auch Vorschriften. An dieser Stelle oder in dieser Entwicklung haben wir uns natürlich gefragt, wie kann man an so einem Ort bauen und wie muss man sich als Architekt mit der Realität beschäftigen, wo man sich allenfalls den Vorwurf muss man gefallen, in der Agglomeration zu bauen. Man muss aber auch sagen, dass man in diesem Quartier sehr eine hohe Ausnutzung hat, verglichen mit anderen. Also es geht um 06, 07 ist die Ausnutzungsziffer. Und man hat die Möglichkeit, lang auf Grenzen, also man muss lang auf Grenzen bauen. Also der Grenzabstand wird aufgelöst. Zudem finde ich und andere Architekten auch, dass das Einfamilienhaus eigentlich eine sehr gute Übung für einen Architekt ist, weil es eine sehr kleine Raumeinheit ist mit verschiedenen Räumen und Nutzungen. Nebst dem ist es ein Gegenkonzept zur Stadt und hat trotzdem urbane entscheidend urbane Themen, die es auch beinhaltet.
Zum Beispiel, wie man das Haus ausrichtet, wie man Bezüge sucht, wie man es platziert, sagt sehr viel aus über die städtebauliche Haltung, wo von uns aus gesehen der Maßstab keine Rolle spielt. Schlussendlich geht es aus unserer Sicht darum, gute Architektur zu bauen. Und wenn man allenfalls einen Auftrag nicht wird annehmen in so einer Situation, dann lässt man das Feld offen, weiter langweilige oder schlechtere Architektur zu bauen. Am Anfang, wo man ein Projekt angeht, ist der Besuch vor Ort, den man macht, die Parzellen und die Stimmung, die man so ein bisschen versucht aufzusaugen. Und da ist ziemlich früh ein Bedürfnis gekommen, an diesem Ort etwas zu bauen, wo man wieder Ursprung von dieser Überbauung ablesen kann. Also wie ein archaischer Ort, wo eigentlich die Legitimation für das Quartier gibt. Ein Ort, wo echt zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit schwankt. Also für uns ist die Wirklichkeit eine Ruine gewesen in unserer Vorstellung. Das Bild, das ihr hier seht, von diesem Pavillon, ist die Referenz für die Vorstellung gewesen, die für uns sehr gut zwischen diesem Wunsch und dieser Vorstellung vermittelt haben. Hier geht es eigentlich um Beziehung zur Vorstellung, was man allenfalls bauen will. Und durch ein Bild kann man die Stimmung vermitteln. Eine Atmosphäre, ein Erscheinungsbild von einem Wunsch, losgelöst von Zwängen, sei das finanziell oder eben auch gesetzlich. Durch das Bild ist uns klar gewesen, dass wir an diesem Ort ein aufwendiges Haus bauen wollen. Aber der Aufwand, der muss eigentlich, also müsste auch von der Bauerschaft akzeptiert werden. Und das war so mal wo wir uns in unseren Köpfen vorgefunden haben. Das andere war, dass es nicht ganz einfach war, in einer Lücke zwischen zwei Gebäuden einander auf Grenzen zu bauen. Und dass gewisse Berufskollegen nicht ganz nach den Regeln von der herkömmlichen Baukunst gebaut haben, ist noch dazugekommen. Es hat Zeiten gegeben, wo man überlegt hat, dass die Parzelle gar nicht bebaubar ist, ohne rechtlichen Streit auszulösen. Wir haben trotzdem unseren Gedanken festgehalten und haben die vage Vorstellung von dieser Ruine in Verbindung mit dem Referenzbild an dem festgehalten. Das hat auch den Grund gehabt, dass wir befähigt bleiben, eine klare Aussage zu machen an diesem Ort. Das hat zum ersten Entwurf geführt, der im Ansatz sehr radikal war. Die Idee hinter dem war, dass er eigentlich wollte zeigen, in einem kleinen Raum Grosszügigkeit nicht nur über die Fläche generieren kann, sondern auch über das Volumen. Das hat im Obergeschoss eine Grundrisslösung gebracht, wo die Schlafzimmer der Kinder Breite hat von ca. 2,10 m. Dafür hat man aber im Wohnraum fast eine Raumhöhe von 6 m. Der Lösungsansatz, der nicht gerade herkömmlich war, der hat in unserem Erachten in der Bauherrschaft auch eine gewisse Neugier geweckt.
eine Neugier, die mit der Zeit in ein Vertrauen übergeschwappt ist und wo einen aktiven und sehr konstruktiven Prozess ausgelöst hat zwischen uns, wo immer die Lösungsfindung im Vordergrund gestanden ist. Was sehr angenehm an dem war, dass man sich nicht musste bemühen, am Schluss Zusammenhänge von Architektur zu verstehen. Weil sie aktiv involviert waren und teilgenommen haben, haben sie auch hinter unorthodoxen Ansätzen stehen und die nachvollziehen und mittragen. Schlussendlich haben wir sehr das Gefühl bekommen, dass die Bauerschaft wie auch wir sehr erfreut darüber waren, dass wir am Anfang uns entschieden haben, ein aufwendiges Haus zu bauen. Für mich ist das immer so ein bisschen zu vergleichen wie Malerei. Oder es gibt jemanden, der sich nicht mit Kunst auseinandersetzt, der zieht eine Kinderzeichnung zum Beispiel an einem Gemälde von Miro vor. Einfach so als Vergleich. das ist der Situationsplan. Mal aus Übersicht von dem Emmenholzweg. Man sieht das Schulhaus vom Herrn Miseret, wo wie gesagt ein wertvolles geschichtliches Architekturobjekt ist. Der Emmenholzweg-Gestaltungsplan mit den 22 Einheiten, die schmalen Plätze, öffentliche Plätze und die Verteilwege. Parzellen 27a, die befindet sich in diesem Bereich. Die Parzellen ist nach Nordost und Südwest ausgerichtet und seitlich einerseits von der Nachbarfassade abgeschlossen und auf der anderen Seite über einen Carport oder Autounterstand vom Nachbar eingefasst. Die Grundrisstypologie die richtet sich ebenfalls an dieser Ausrichtung entlang von dieser Achse. Die Nordfassade zieht sich über den Vorgarten zum Lerchenweg in das Schulhaus über und definiert die Quartiergrenze. Definieren. Das ist auf dieser Seite. Auf der Südwestfassade eröffnen sich im Erdgeschoss wie im Obergeschoss grosse Fensteröffnungen, also Verglasungen zum Hausgarten im Erdgeschoss und im Obergeschoss echt zum Quartier und über das Quartier hinweg in die wunderschöne Aussicht, die man dort oben hat, entlang vom Jura und dann nachher in die Aussichtspunkte wie der St. Ursen-Turm, den man sieht, oder die industriellen Wahrzeichen von Zuchwil. Wie ist das Haus? Wie ist das Haus organisiert? Wir haben auf der einen Seite das Eingangs. Also das Erdgeschoss, der offene Grundriss ist eigentlich organisiert über den mittleren Treppenkern. Das hat den Grundriss nachher in einen Eingangsbereich, in einen Wohnbereich und in einen Ess- und Kochbereich aufteilt. Die drei Geschosse sind über jeweils ein Dritt voneinander abgehoben. Im Kern innen kann man dort Stege auf Holztreppen drauf ins Obergeschoss, wo man in einen Vorplatz gelangt, wo man den Bezug zur Terrasse hat. Um den Vorplatz herum sind die drei Kinderzimmer. Und diese drei Kinderzimmer ein bisschen zurückgeschoben über den Badbereich erschlossen ist das ältere Zimmer. Das hat eigentlich über Mauern getrennt, ohne Tür, eben der Badbereich mit einem Bründli und die Kinder haben auf dieser Seite eine Dusche, ein WC und ein Bründli. Die Struktur
von diesem Haus ist sehr geprägt von dem Schulhaus, das es vis-à-vis hat, den öffentlichen Raum. Man sieht in diesem Bereich den Maurer, der Ortbeton-Chemiehut am Erstellen ist, der Bezug zum Chemie vom Schulhaus nimmt. Die Grundstruktur, also die Statik des Hauses, die sieht hier, das ist in der Entwurfsphase ein Strukturmodell gsi, wo gleichzeitig aber auch die Materialisierung vom Haus soll zeigen. Die Grundstruktur des Neubaus ist ein zeitgenössischer Hinweis auf die Konstruktion des Gebäudes, die in den 50er Jahren in diesen Quartieren existiert haben. Also das heisst, ein betonierter Keller mit einer Decke, die auch betoniert ist. Dort drauf stehen dann zweigeschossige Backsteinmauern und meistens sind dann die Pultdächer oder die Walmdächer abgeschlossen mit einem fetten Dach in Holz. Aus dem Zwischengeschoss hat man eine Holzbalkenlage, die Geschosse unterteilt haben. Wir haben kein Dach, Steildach, wir haben ein Flachdach. Wir haben am Anfang auch probiert, ein Dach mit Holzbalken zu machen. Das ist aus statischen Gründen nicht gegangen. Und haben nachher müssen umstellen. Zur Struktur selber vom Haus, der Keller inklusive die Kellerdecke, die ist betoniert. Auf der Kellerdecke oben sind eigentlich Mauerschotten, die auch zweigeschossig im Einstein Bachsteinmauerwerk bis unter das Dach gehen. Die Verbindung vom betonierten Dach zum betonierten Keller macht den Kern, den ihr hier drinnen seht. Und zwischen geschoben ist auch hier eine Holzdecke, eine sogenannte Tramdecke. Die Betondecke die liegt seitlich auf dem Einsteinmauerwerk auf, wo druckbelastet ist, gegen das Quartier und gegen die Strasse ist die Decke auskragend. Durch das Fehlen von jeglichen Zwischenmauern im Erdgeschoss hat es eben wegen der Erdbebensicherheit die Betondecke und den Betonkern gebraucht. Wegen dem mussten wir dort von dieser Holzbalkenlage wegkommen. Der Verlust von dieser Holzbalkenlage im Obergeschoss hat uns ziemlich gedauert. Und wegen dem haben wir nach dieser ausdrucksstarken Tramdecke gesucht und haben die nachher auch können umsetzen. Die tut sich spiralenförmig eigentlich um den Betonkern herumwinden. Also der einerseits die Primärstruktur, die auf Stützen liegt, gegen die verglaste Fassade, andererseits mit dem Randbalken verbunden ist, in die Richtung von einem Randbalken gefasst und zwischen ihnen sind die feinen dimensionierten Balken, die ihr hier auch seht. Um dieser Statik auch noch mehr Ausdruck zu verleihen, hat man versucht, auch im Materialbau das möglichst unverfälscht wieder zu zeigen. Eine kleine Verfälschung zugunsten der Stimmung des Raums
sind für uns unablässig. Wir nennen das auch ein bisschen so metaphysische Eingriffe, die eigentlich eine Darstellung sind von Wirklichkeit und Möglichkeit. Das Materialgesicht von diesem Haus. In der Wahl der Materialien ist ein traditioneller Hintergrund verankert. Putz, Holz und Bachstein, ergänzt mit zeitgenössischen Errungenschaften vom Beton und vom Stahl. Materialien, die man in unserer Gegend kennt. Das ist bei mir die Materialwahl, auch die ortsspezifischen Eigenschaften, nicht nur im Grundriss und in der Struktur, sondern auch in der Gestalt des Hauses einzubringen. Ihr seht hier eine Materialstudie von Fassade, die zum Quartierplatz führt. Wir haben uns natürlich auch überlegt, mit vis-à-vis dem Schulhaus, das in bronzefarbigen Metallpanels ausgeführt wurde, in welchem Punkt kann man auch zu diesem Gebäude einen Bezug oder eine Gerechtigkeit aufnehmen. Und haben nachher über verschiedene Varianten die Lösungsansätze gesucht. Die Lösungsansätze basieren nicht immer auf der Ebene vom Plan oder vor Skizzen oder vor Visualisierung. An einem Punkt probiert man all die Gedanken und die Zeichnungen in Wort zu fassen, also das Ganze aufzuschreiben. In dieser Phase sind die Fenster in Holz eine grosse Diskussion gewesen. Also es ist das Metall-Holzfenster oder das Holzfenster zur Diskussion gestanden. Und schlussendlich haben wir eine Stimmung angebracht anhand von Text und Skizzen und Bilder, die Lösung erbracht hat. Wo ihr hier innen seht. Michael liest euch jetzt noch einen ganz kurzen Teil vor, wo eben von dem Text, wo wir der Bauerschaft weitergeleitet haben, wo es darum gegangen ist, die Holzfenster, wieso wir uns für die Holzfenster entschieden haben. Ich würde sagen, es ist vielleicht, dass ein gewisser Teil in unserem Entwurfsprozess findet über Text statt, also nicht nur über Visualisierungen oder Konzeptualisierungen, sondern auch über eine Textverfassung, die zwar auf der einen Seite für uns selber wichtig ist, sowohl terminologisch wie auch inhaltlich, aber eben auch im nächsten Schritt auch interessant wird für die Kommunikation mit der Bauherrschaft, wo man halt gewisse Ideen oder so auf eine andere Art kann versuchen zu transportieren. Und das ist ein kurzer Text, den wir damals an einem gewissen Punkt der Bauherrschaft haben zugeschickt. Abschließend muss die Materialisierung der Fenster erörtert werden. Es ist uns bewusst, dass im bisherigen Projektverlauf die Holz-Metall-Fenster bevorzugt wurden. Jedoch stellten wir im Verlauf des Prozesses fest, dass die Kupfer-Titan-Zink-Fassade als beste Lösung angesehen wird und somit das Materialkonzept angepasst werden sollte. Dies führt dazu, dass wir zurzeit Holzfenster bevorzugen. Diese fügen sich sachte in das Materialkleid aus Kellenwurf, Putz, Beton, Kupfer-Titan-Zink ein. Dem kalten Metall werden warme Holzrahmen aufgesetzt. Zusätzlich entsteht eine intensivere Verbindung zur Umgebung, damit dem Material Holz das Natürliche einbezogen wird. Diese Lösung überzeugt, da die Fenster des Obergeschosses, die Öffnungen der privaten Räumlichkeiten, nun als Augenlider die Holzkonstruktion nach außen tragen. Das Holz altert, wie auch die Brüstung und die Dachkrone in Kupfer-Titan-Zink und ermöglicht der Außenhaut ein stimmiges und ganzheitliches Altern.
Die Vielfalt der Materialien bindet das Haus in die generische Atmosphäre des Quartiers ein. Der Ausdruck der natürlich belassenen Materialien, welcher zusätzlich durch die Fenster in Weißtanne betont wird, vermittelt dem Gebäude die nötige Wohnlichkeit. Um diese Natürlichkeit und Materialechtheit verstärkt in die Umgebung zu tragen, soll der Putz eine sandig hellweißliche Farbe aufnehmen. Das Material und die Farbe unterstreichen die Eigenständigkeit des Hauses, ohne sich auffällig über die bestehenden Strukturen zu heben. Nach sehr vielen Informationen und Plänen kommen wir jetzt noch zur Architektur und zu den Bildern vom Haus, wo mich hoffentlich jetzt auch ein bisschen interessiert. Von Anfang an bei dem Projekt war es eigentlich ein Anliegen gewesen, dass das Formkorsett vom Gestaltungsplan ausgereizt werden soll. Zum einen, weil es architektonisch auch interessant ist, sich so eine Aufgabe zu stellen, sich nicht einschränken oder einschüchtern über gewisse Parameter, die feststehen, die man nicht ändern kann. Gleichzeitig aber auch war es uns ein Anliegen gewesen, dass die Monotonie oder gewisse Monotonie, die in Agglomerationen und in Siedlungsbau kann vorkommen, mit Vielfalt oder eben Vielfältigkeit entgegenzutreten. Die Typologie vom Grundriss sieht man eigentlich hier an den grob mit Köhlenwurf verputzten Mauerscheiben. In dem Fall hier wäre das hier auf der Seite. Und der Übergang von der festen Materie zu den Öffnungen soll schlussendlich auch den Gegensatz zu den glattgehaltenen Oberflächen akzentuieren. Also wir haben den Grobputz, den Körperputz auf der Seite, wir haben den Kupfritanzig, der den Dachkronenabschluss und das Geschossabschluss macht und zwischendrin nachher die leicht weiss gehüllten Weiss-Tannenfenster. Fenster und das Mauerwerk, also die Hülle, finden eben den Abschluss in dieser Dachkrone. Die ist in dem bewitterten Kupfer-Titan-Zink gehalten, der eben den Bezug soll herstellen zum Schulhaus am Lerchenweg. Die Oberkante ist, eben, wie gesagt, ganz klar innerhalb des Gestaltungsplans, also nimmt den gesetzlichen Horizont auf, ist aber gleichzeitig auch ein gewisser Unterbruch oder eine gewisse Diskrepanz zu der normalen, also vertikal und horizontal abgeschlossenen Dachrunde, was soll darstellen. Der Abschluss von der Mauerwerkskrone zum Fenstersturz vom Haus hat schlussendlich einfach verschiedene Höhen. Durch das entsteht auch ein lustvolles Spiel mit dieser Dachrunde. Gleichzeitig aber jetzt auch ein konstruktiver Faktor, dass die Storen eigentlich durch das so geschützt werden über den leichten Vorsprung, der hergestellt wird in der Dachkrone. Wir sehen hier noch ein Detailbild, wo man einfach den Verputz sieht, den Kellerwurfputz, oben der Kupfer-Titan-Sicht mit noch der Weiss-Tannen-Untersicht und der Beton ganz reduziert vom Carport. Wir gehen jetzt ins Innere vom Haus. Das ist eigentlich jetzt, wenn man ins Entree reinkommt, der erste Blick. Auf der linken Seite haben wir den Kern mit der Öffnung für die Keller. Auf der vorderen Seite sieht man noch die Stufen. Wie gesagt, sie sind eigentlich zwei Stufen an 14 cm. Das heisst im Gesamten drei Stufen und das ist die grosse von 28 cm, die dann im Nachhinein auch über eine größere Diskussion über das Holz oder Beton und auch Größe und so ist nachher das Stück noch reingemacht worden, um eigentlich die Stufenhöhe ein bisschen zu reduzieren. Hinten sieht man eigentlich die Küche und auf der rechten Seite sehen wir die mit Hartöl, also pigmentiertes Hartöl eingefärbte Schiebetürwand. Das ist die Idee der Schiebetürwand ist eigentlich gesehen, das wäre jetzt der Eingang zum Haus und die Schiebetürwand übernimmt eigentlich alle funktionalen Teile von dem Erdgeschoss. Also wir haben Toiletten dort drinnen, wir haben Abstellräume, wir haben Garderobe dort drinnen und wir haben auch in der letzten Schiebetür
haben wir auch gewisse Küchengeräte noch drin. Also das heisst, Ofen und Steamer haben wir auch dort können versorgen. Und dort ist auch nachher eigentlich Aufbewahrungsort für Esswaren und andere Sachen. Also die Bauerschaft hat nachher auch nach einem gewissen Teil auch frei können eigentlich sagen, wie wir die Räume, die wir generieren, bespielen. Die Idee dahinter zum einen war, dass wir Platz schaffen wollen. Das Haus ist nicht sehr gross in der Quadratmeterzahl her und wir haben versucht, wie können wir das am besten nutzen. Auf der rechten Seite sieht man jetzt eigentlich wieder die Abstufung im Wohnbereich. Wir bewegen uns jetzt eigentlich um den Kern herum bewegen. Jetzt haben wir eigentlich hier im vorderen Teil auch den Wohnbereich, wo dann auch ein Ausgang besteht auf die Pergola raus, die bedeckte. Wir haben oben das, die Balkenlage. Auf der linken Seite wäre jetzt der Kalkputz. Unten haben wir eigentlich den Terrazzo, wie wir ihn nennen. Das ist eigentlich der geschliffene Ortsbeton. Und das ist auf der rechten Seite der Kern, wäre dann eigentlich die vertikal geschalte vertikale Betonfläche. Beim Kalkputz ist vielleicht zu erwähnen, uns ist es am Herzen gelegen, dass man eigentlich die Taschierung noch sieht und durch die gewisse Reflexion, die über das stattfindet, hat man nachher eigentlich im unteren Bereich eine gewisse Reflexion zum Boden, also es findet eine Verbindung statt. Das Gleiche ist eigentlich auch mit der Dilly, also die Farbigkeit, die sich dort nachher eigentlich sehr angenehm auch auf der weißen Wand tut, zeigen. Es ist natürlich auch von unserer Seite her auch wichtig, eben die gewisse Materialechtheit oder gewisse Materialehrlichkeit überzutragen. Und wir das Glück gehabt, dass die Bauerschaft das eigentlich auch sehr hat interessiert. Das wäre nachher eigentlich jetzt der Blick vom Wohnbereich in den Küchenbereich. Innen wieder mit der berühmten Stufe, wo eigentlich die räumliche Anordnung nachher eigentlich auch zeigen. Das wäre der Blick vom Küche wieder im Wohnbereich eigentlich, nachher auch mit dem Hingen sieht man ganz wenig, also vermutlich nur die mit einer Lupe, aber das Schulhaus und dass sich dort aussen eigentlich doch auch noch ein schöner Raum ergibt in dieser Strasse. Mit dem Schulhaus, dem Platz, dem Garten, es hat doch auch noch etwas sehr etwas Wertvolles, also auch in diesem Bereich. Wir kommen nachher zu dieser Essküche. Hier seht ihr, dass eigentlich auch die Wand zieht sich eigentlich weiter. Also die Schiebetürwand zieht sich über die ganze Länge. Wo die Idee ist eigentlich, dass eben alle funktionellen Sachen sollen in dieser Wand integriert sein, also auch die Küche. Dementsprechend haben wir dann im Nachhinein, am Anfang im Projekt, haben wir noch auf eine Kücheninsel verzichtet. Sie ist sehr vehement verzichtet, sie aber nachher auch mit der größeren Auseinandersetzung mit der Bauerschaft eigentlich zu einer Lösung gekommen, die uns auch sehr überzeugt. Und wir haben dann eigentlich entschieden im Verlauf, dass wir eigentlich den Küchenbrunnen, was für uns irgendwie ist, im Mittelpunkt stellen. Also wir tun eigentlich den Hinterteil der Küche, die Kombination, die eigentlich von der Möbelfarbigkeit auch die ganze Wand übernimmt, das tut die Hintergrundräder, gleichzeitig auch die weißen Plättchen, wo das Ganze auch wieder mit der weißen, also wir haben im oberen Bereich, das hat man verputzt, hier hat man Plättchen, hier haben wir verputzt, dass das Ganze wirklich sehr subtil im Hintergrund geht und dass man den Küchenbrunnen eigentlich ein bisschen vorne nimmt. Und die Form ist nachher vom Quadratischen vielleicht noch zu erwähnen, wir haben dort eigentlich, das ist das zweite Quadrat in dem rechteckigen Haus drin, also wir haben den Kern, wo die ganze Verteilung organisiert, gleichzeitig auch der Küchenbrunnen, der das eigentlich aufnimmt. Also vielleicht ist nur zu sagen, die graue Farbe, oder die schattengraue Farbe, ist gewählt worden, damit dass der Küchenbrunnen noch viel mehr zur Geltung kommt. Dass es wirklich ein Hintergrund für den Granit und für die feine Holzkonstruktion in Eschenholz ist. Jetzt haben wir hier den Blick eigentlich über die Kücheninsel, über den Ungen, auf die Stege, wo die Verteilung ins Obergeschoss ermöglicht. Noch die Detailaufnahme mit der Weisstanne stützen auf den geschliffenen Boden mit den Weisstannenfenstern und der Granitplatte in den Garten raus.
das Gleiche. Jetzt kommen wir eigentlich, wir haben das aber Blüten genannt, das ist jetzt die Verteilung, die gegen oben funktioniert. Das ist für uns auch im Materialkonzept eigentlich, das ist eine sehr schöne Lösung, denke ich, weil wir eigentlich die, wir haben jetzt die Weisstannenbalkenlage, den Weisstannenboden auch oben. Und hier zieht sich eigentlich das Holz als Verteilungselement ins Erdgeschoss, in Beton, in die Betonwelt runter. Eigentlich. Wir haben darum jetzt im Entwurfsprozess von dieser Stege auch die unten den eher grösser oder stärker auftretenden Teil gewählt, weil wir das eigentlich wichtig empfunden, dass nicht die ganze Stege nur fein in den Raum läuft, sondern dass auch das Gegenstück am Anfang generiert wird von doch dem klobigen und harten Beton. Dass es dort einen Übergang gibt, der fließender verläuft. Hier sieht man noch die Materialien, wie sie aufeinandertreffen. Dort ist zu erwähnen, dass wir jetzt für grosse Schwierigkeiten gehabt, zu finden, die uns die Stege macht. Wir haben die gezeichnet und wir haben sie auch in der Submission in der Ausschreibung. Und das Teil ist einfach leer, wo leer geblieben. Also wir haben zurückbekommen, die ganze Berechnung und die Offerte, aber der Teil ist nicht gerechnet worden. Und er hat mir angerufen und gefragt, was da passiert sei. Die Kleider sagten, dass sie das machen, das ging, das mich andere günstiger, das mich sie nicht. Wir haben ganz lange gesucht und einfach jetzt so ein bisschen grössere Buden und Firmen niemand gefunden, die bereit waren oder interessiert waren, die Stege zu machen. Wir haben nachher in Gerlafingen einen pensionierten Schreiner gefunden, einen Zimmermann gefunden, Fritz Mosimann, der uns dann mit grosser Freude auch gegenseitig hat eigentlich die Stege gebaut und auch eine grosse, also grosse Diskussion und Zusammenarbeit entstanden ist, auch, wo sich die Stege dann eigentlich so entwickelt hat, wie man sie jetzt, wie man sie jetzt sieht. Das war eigentlich auch das Anfangsbild, gewesen, das man mit dem Hammer sieht. Das ist ein Hammer von Fritz Mosimann. Weil wir haben nachher das Ganze noch so in ein Kunstprojekt hineingenommen, weil wir so fasziniert waren von dem Handwerk, das man dort halt noch findet, als Handwerk. Hier sieht man noch das Detail vom Tritt und den Spindeln. Auch aus massiver verleimt, aber massiver Weisstanne, wo leicht weiss behandelt ist. Auch dank der Bauerschaft haben wir noch ein paar Nachtaufnahmen. Hier sieht man das Ganze vielleicht noch von außen, was noch interessant ist mit dem Kern, wo, das ist leider ein bisschen zur Geltung kommt und wie die Verteilung eigentlich funktioniert von oben gegen, von unten gegen oben. Wir kommen jetzt langsam in den Oberstock. Wir haben dort das Oblicht und den Kern mit dem Stegen, mit der Stegenbrüstung und kommen nachher eigentlich den Vorplatz. Der Vorplatz, der ganze Oberstock, der grösste Teil ist auch mit Weisstannenriemen verleiht. Und hier sieht man jetzt eigentlich auch schön die Materialien, die aufeinandertreffen. Also wir haben wieder den Kern, wir haben den Beton, wir haben die Weisstannenfenster, wir haben den Verputz und wir haben die Böden, die in Holz gehalten sind. Also die Weisstanne vom Boden ist weniger weiss als die Wände. Also dort ist ein bisschen ein feiner Unterschied. Also das ist das nächste Bild. Die Wand hier, das ist Lichtbau Weisstanne und die sind verputzt. Die Idee an dem ist eigentlich gesehen, sind zwei Gründe. Der eine Grund ist konzeptuell verankert, dass alle Wände, die alle Raum reinkommen, die an die Aussenmauern anschliessen, sind auch verputzt. Und alle freistehenden Wände im Haus, also die auf dem Boden eigentlich gegen die Tilly rauf konstruiert sind, sind Lichtbau und sind auch in Holz. Das hat konzeptuelle Gründe, aber es hat auch räumliche Gründe, weil die Räume im Obergeschoss eher klein sein. Also das kleinste ist 10,5 Quadratmeter und wir das Gefühl hatten und jetzt eigentlich auch eine Bestätigung gefunden haben, dass über die Vielfalt der Materialien, also dass wir nicht einen Raum haben, der eine Wandmaterialität hat, eine gewisse Grösse oder eine gewisse Empfindung herstellen können, die den Raum grosszügiger macht.
Das sieht man jetzt hier noch einmal. Wir haben hier, auf dieser Seite ist der Kern. Wir haben hier die freistehenden Wände aus Weisstannen. Und wir haben hier die verputzte Wand, die anschliessend ist an die Aussenmauer. Hier sieht man nachher eigentlich die gleiche Situation, einfach noch mit den Blockrahmentüren, wo wir die Farbgebung haben. Wir zum Beispiel haben wir hier in diesem Fall versucht, über Zäpfe vom Holz dort Verbindungen zu finden. Die Verteilung, wie ihr euch erinnert, ist die Verteilung ins ältere Schlafzimmer, geht über das Bad. Das wäre der Anblick hier. Hier wäre ich als Abschlussbild. Das ist der Herr Fritz Mosima. Über die anschließende Konstruktion von dieser Stege. Und was uns eben dort sehr begeistert hat, wir haben die Aufrissplatte, er hat dann für jeden Stegentritt eine Schablone gemacht, hat dann im Vorderen die Schablone konstruiert und anhand von diesen Schablonen nachher auch können die ganze Treppe eigentlich weiterentwickeln und zusammenentwickeln. Das wär's für den Moment.